Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und im heutigen Video werden wir uns die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, zur Verwaltungsfachangestellten genauer ansehen. Wir werden heute in diesem Video auf folgende Punkte eingehen: die Voraussetzungen für die Ausbildung. Sowohl das Auswahlverfahren als auch der Einstellungstest werden heute besprochen und abschließend, wie man sich am besten auf diese Ausbildung, auf dieses Auswahlverfahren vorbereitet. Das heißt, wenn du Verwaltungsfachangestellte oder Verwaltungsfachangestellter werden möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall das heutige Video ansehen. Wir werden heute alle wichtigen Punkte klären für alle Bewerberinnen und Bewerber, die sich für diesen beruflichen Weg in der Verwaltung entscheiden. Das heißt, wir sprechen heute über die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei den Behörden im öffentlichen Dienst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem neuen Video. Ja, du siehst es schon, der erste Punkt, den wir heute ansprechen werden, das ist der Punkt Voraussetzungen. Also, wenn ich Verwaltungsfachangestellter werden möchte, welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, wenn ich jetzt diese Ausbildung angehen werde? Also, die Verwaltungsfachangestellte, das ist ja ein Ausbildungsberuf in der öffentlichen Verwaltung. Und wenn man sich bei den Behörden umsieht und man sieht sich die Homepage an, man sieht sich an, was diese Behörde ausbildet, dann findet man eben sehr häufig diese Ausbildung. Und dabei steht auch, welche Voraussetzungen Bewerberinnen und Bewerber erfüllen. Dazu gehört bezüglich der Schulbildung auf jeden Fall ein mittlerer Schulabschluss. Das bedeutet ein qualifizierter Mittelschulabschluss als Mindestvoraussetzung sowie ein Realschulabschluss ist möglich. Genauso gut können sich jedoch auch angehende Abiturientinnen und Abiturienten bewerben. Das heißt, es gibt so gesehen verschiedene Schulabschlüsse, die hier möglich sind. Die Behörden regeln lediglich die Mindestvoraussetzung und das ist der qualifizierte Mittelschulabschluss. Das ist bezüglich der schulischen Ausbildung auch schon die wichtigste Voraussetzung. Daneben fordern die Behörden auch einige persönliche Voraussetzungen, die man dann vor allem im Bewerbungsverfahren klären möchte. Besonders gesucht sind die Menschen, die kommunikativ sind, die gut im Umgang mit anderen Menschen sind, da du eben später in deinem Beruf in der Behörde sehr viel direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern hast. Weil du zum Beispiel später in einem Servicezentrum als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter eingesetzt wirst. Deswegen ist auch eine ruhige und freundliche Art sehr wichtig. Darauf wird auch geachtet im Bewerbungsverfahren, das bedeutet im Assessment Center und auch später im Vorstellungsgespräch. Das heißt, neben diesen schulischen Voraussetzungen, die man ja ganz klar prüfen kann, da gibt es noch persönliche Voraussetzungen, die mindestens genauso wichtig sind. Wer jedoch Verwaltungsfachangestellte werden möchte, der muss sich natürlich erst einmal bewerben. Und wer sich bewirbt, der muss Schulzeugnisse beifügen. Schulzeugnisse, das heißt in der Regel das letzte Zwischenzeugnis sowie das letzte Endjahreszeugnis. Sehr häufig bewirbt man sich ja im Laufe der 9. Jahrgangsstufe, zum Beispiel in der Realschule, und dann bewirbt man sich ja für das nächste Ausbildungsjahr. Das heißt, sehr häufig ist das Zwischenzeugnis der 9. Jahrgangsstufe das Zeugnis, mit dem man sich dann bewirbt. Die Behörden fordern hier in der Regel zwei Schulzeugnisse. Das letzte Jahresendzeugnis und das aktuelle Zwischenzeugnis. Besonders Schulnoten in den Bereichen Mathematik und Sprachen werden da häufig als Maß herangezogen. Das bedeutet, Mathematiknoten und die Note in Deutsch sowie Englisch oder auch noch einer weiteren Fremdsprache, wenn du in deiner Schule zum Beispiel in Französisch oder Spanisch unterrichtet wirst, das sind genau die Noten, auf die hier auch geachtet wird. Dein Ziel muss es auf jeden Fall sein, in diesen Fächern passable Noten von einer befriedigenden 3, vielleicht noch besser auf ein Gut zu kommen. Das muss hier auf jeden Fall dein Ziel sein. Also gerade Mathematik für analytisches Denken und die sprachlichen Fächer, das sind hier wichtige Standards. Da müssen gute Noten vorliegen, dann hast du eine höhere Chance auch, dann zu einem Vorstellungsgespräch und zum Einstellungstest eingeladen zu werden. Das heißt, wir haben jetzt über den Punkt Voraussetzungen gesprochen, jetzt kommen wir direkt zur Ausbildung selbst. Wenn du dich bewirbst und das Auswahlverfahren mit Erfolg durchläufst, dann erhältst du die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Diese Ausbildung, die ist sehr häufig in einem Blocksystem organisiert. Das bedeutet, du hast einige Monate Praktikum in der Behörde und dann wiederum einige Monate theoretischen Unterricht in der Verwaltungsschule. In dieser Ausbildung, da kommen sehr verschiedene Fächer vor. In deiner theoretischen Ausbildung wirst du zum einen in betriebswirtschaftlichen Fächern unterrichtet, das heißt auch Rechnungswesen, auch Bilanzen und Buchungssätze spielen hier eine Rolle.
Daneben haben wir den rechtlichen Bereich. Rechtlicher Bereich bedeutet vor allem Verwaltungsrecht. Und als dritte Komponente immer wieder haben wir hier auch psychologische Inhalte, sozialwissenschaftliche Inhalte. Das sind diese drei Komponenten, aus denen sich diese Ausbildung aufbaut. Je nach Bundesland gibt es hier verschiedene Schwerpunkte. Vor allem kann man sagen, dass der betriebswirtschaftliche Bereich nicht vernachlässigt werden darf. Das heißt, Rechnungswesen, das ist hier in der Ausbildung auch ein wichtiger Faktor. Das muss man ganz klar sagen. Je nach Bundesland dauert diese Ausbildung in der Regel 3 Jahre. Und nach dieser dreijährigen Ausbildung steigst du also in der Behörde ein. Dann sprechen wir über den Punkt Auswahlverfahren. Wir haben gerade ja schon darüber kurz gesprochen. Wer sich also bewirbt, der wird dann gegebenenfalls zum Einstellungstest eingeladen. Das heißt, zunächst einmal, wir haben es gerade schon gesagt, müssen die Schulnoten stimmen. Dann braucht man eine ansprechende Bewerbung. Das bedeutet einen Lebenslauf sowie ein schönes Anschreiben. Das Anschreiben sollte ganz klar ausdrücken, wieso man sich für die Verwaltung interessiert, wieso man sich für diese Ausbildung interessiert. In deinem Anschreiben solltest du außerdem deine persönlichen Eigenschaften schildern, also die Eigenschaften, die dich auszeichnen und wieso du denkst, dass du genau die richtige Kandidatin, der richtige Kandidat für diese Stelle im öffentlichen Dienst bist. Wenn dich gerade diese Behörde interessiert oder wenn dich der öffentliche Dienst interessiert, dann schreibe das in dein Anschreiben und begründe das. Versuche eben, dass du deine persönliche Note in dieses Anschreiben mit hineinbringst. Verwende daher lieber keine vorgefertigten Absätze oder vorgefertigte Anschreiben aus dem Internet, sondern baue dir dein eigenes Anschreiben auf. Das ist ja also sozusagen der zweite Schritt. Du achtest auf deine Schulnoten, bewirbst dich mit deinem Anschreiben und mit deinen Schulzeugnissen und dann wirst du zu einem Einstellungstest eingeladen. Der Einstellungstest für die Verwaltungsfachangestellte, der findet in der Behörde statt, die dich später auch ausbildet und der umfasst Wissen aus verschiedenen Bereichen. Das ist ein Allgemeinwissenstest. Darin kommen auch deutsche Ereignisse vor, also deutsche Geschichte, europäische Geschichte sowie sehr viel Geografie. Außerdem Allgemeinbildung im Bereich Politik und Deutschland aktuell. Das heißt, wer hier auf dem aktuellen Zeitgeschehen ist, wer regelmäßig Zeitung liest und sich informiert, der ist in diesem Einstellungstest von Vorteil, denn immer wieder wird hier Bezug genommen auf aktuelle Geschehnisse. Daneben haben wir in diesem Einstellungstest auch den Bereich analytisches Denken und Mathematik. Das bedeutet Buchungssätze, Dreisatzaufgaben, Gleichungen nach x auflösen oder Flächenberechnungen. Dann haben wir auch den Bereich deutsche Sprache, denn Sprache, das ist auch später in der Ausbildung und im Beruf wichtig. Es kommt auf eine Ausdrucksweise an. Bei dem Formulieren von Behördenschreiben muss man eben auf eine förmliche Ausdrucksweise achten. Deswegen wird schon im Einstellungstest darauf geachtet, dass die Bewerberin, der Bewerber sozusagen der deutschen Sprache mächtig ist und sich gut ausdrücken kann und die deutsche Sprache gut versteht. Das bedeutet, im Einstellungstest haben wir Textanalyse, Textverständnis, Aufgaben, Fragen zu einem Text beantworten oder auch zum Beispiel ein Satzgefüge bilden. Wir haben Diktate, das kann vorkommen. Wir haben Aufgaben zu Rechtschreibung und Grammatik. Also dieser Einstellungstest umfasst alles in allem sehr viele Bereiche. Das ist dann sozusagen die nächste Station, der Einstellungstest. Und wer darin ein gutes Ergebnis erzielt, der wird in die Behörde eingeladen zum Vorstellungsgespräch oder zum Assessment Center in größeren Behörden. Wenn du dich effektiv auf dein Einstellungsverfahren und deinen Einstellungstest vorbereiten möchtest, dann sieh dir sehr gerne unseren Online-Testtrainer für die Verwaltungsfachangestellte an. In unserem Online-Testtrainer für diesen Einstellungstest haben wir alle Aufgaben, die für dich relevant sind, wenn du dich auf diesen Einstellungstest vorbereiten möchtest. In unserem Online-Testtrainer findest du alle Aufgabentypen aus den Bereichen Konzentration, Logik, Mathematik, deutsche Sprache sowie auch Allgemeinbildung und viele weitere mehr. Das bedeutet, alle relevanten Aufgaben sind darin enthalten und du kannst dich damit über Tage und Wochen gezielt auf diesen entscheidenden Tag, den Einstellungstest, vorbereiten. Je nachdem, für welches unserer Komplettpakete du dich entscheidest, erhältst du darin auch einen Zugang zu unseren Videokursen, in dem wir dir zeigen, wie man sich Schritt für Schritt auf diesen Test vorbereitet, zum Beispiel mit einem Lernplan, wie ein Vorstellungsgespräch in der Verwaltung abläuft, wie man ein ansprechendes Anschreiben formuliert und noch viele weitere Tipps für das Einstellungsverfahren. Du findest dazu den ersten Link in der Videobeschreibung. Das ist ein Link zu unseren Online-Testtrainern. Wenn du also ernsthaftes Interesse an dieser Ausbildung hast und gerne im öffentlichen Dienst einsteigen möchtest, dann kann ich dir unseren Online-Testtrainer sehr empfehlen. Abschließend wünsche ich dir nun viel Erfolg bei deinem Einstellungsverfahren. Wenn du weitere Fragen hast, dann hinterlasse uns hier gerne einen Kommentar. Oder wenn du auch Vorschläge für neue Videos hast, Wünsche, Anregungen, all das kannst du hier sehr gerne kommentieren.
Wir sehen uns außerdem auf unserer Internetseite www.beamtentest-vorbereitung.de sowie auch zukünftig auf neuen Videos hier auf diesem Kanal. Wenn du dich für die Ausbildungen und dualen Studiengänge in der Verwaltung interessierst, dann abonniere gerne diesen Kanal. Wir veröffentlichen hier jede Woche neue Videos. Sieh dir auch gerne unser letztes Video an, das findest du hier oben. Und abschließend wünsche ich dir jetzt noch viel Erfolg im Einstellungstest. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin!